Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Leif Ahrens. Wer bald wieder sicher reisen möchte, beginnt am besten mit einem Reiseprofi. Das ist jemand, der sich auskennt und versteht, was Reisende brauchen und was sie am besten buchen. Ja, Reisen buchen verändert sich ja gerade und da werden Experten immer wichtiger. Lufthansa City Center spürt genau solche Trends auf und einer davon ist heute Thema im Sicher-Reisen-Podcast. Ein Reisebüro mit Schaufenster, wo man die Berater drin sitzen sieht, kennt jeder Mensch mit Fernweh seit langem. Der Reisebüroverbund Lufthansa City Center erweitert aber jetzt sein Angebot und bietet auch mobilen Reiseberatern die Möglichkeit, für das weltweit größte unabhängige Franchise-Unternehmen im Reisemarkt tätig zu werden. Also in Zukunft werden Reiseprofis nicht nur im klassischen Reisebüro arbeiten, Reiseberatung wird auch mobil. Travelista heißt die neue Art der mobilen Reiseberatung und das ist so ein spannender Ansatz, dass Lufthansa City Center damit im Boot ist. Giuseppina Pannunzio, sie nennen allerdings alle Pina, und Steffen Buder sind die Geschäftsführer von diesem Businessmodell. Hallo Pina, hallo Steffen. Hallo. Hallo live. Ich bin sehr neugierig, was sich dahinter versteckt. Lufthansa City Center hat ja ganz kurzfristig jetzt in dieser Pandemie eine neue Vertriebsplattform gegründet, also Travelista. Und ihr seid die beiden Geschäftsführer von diesem Joint Venture. Was genau tut Travelista? Also, ja, Travelista bietet im Prinzip allen Reiseprofis eine perfekte Plattform ohne großen Aufwand und zu sehr geringen Kosten. Ein eigenes Reisebüro ohne Ladenlokal zu führen, also vom Homeoffice aus. Das ist mal die Grundidee. Und wir stellen dazu alle notwendigen technischen Systeme zur Verfügung, Buchungssystem, Kundenberatungstools, Mid-Office, all das, was man wirklich benötigt, um ein solches Business auf Augenhöhe wie in meinem Reisebüro auch zu führen. Ist das denn was gewesen, wo ihr auch schon mal früher drüber nachgedacht habt, also vor dieser Pandemiephase, oder ist das jetzt eigentlich wirklich erst im Kopf entstanden? Ja, ich denke, man denkt da schon länger drüber nach. Es gibt ja auch schon über viele Jahre solche Systeme. Aber man kann sich vorstellen, zu fragen, warum gerade jetzt? Mhm. Ja, warum unbedingt jetzt sowas ins Leben zu rufen? Wir haben mittlerweile über ein Jahr quasi einen Lockdown in der Touristik mit kleinen, aufbäumenden, saisonalen Unterschieden. Und die staatlichen Hilfen reichen natürlich bei weitem für viele Unternehmen gar nicht mehr aus. Da werden teilweise Mitarbeiter freigesetzt in den Büros. Bedauerlicherweise gibt es dann auch Insolvenzen, haben wir leider schon miterlebt. Und viele suchen halt jetzt nach neuen Herausforderungen, nach neuen Jobs. Weil wir wissen es aus eigener Erfahrung, ich auch, einmal Touristiker, immer Touristiker. Ja, da will man ungern weg. Und wir wissen alle, es geht auch ganz sicher bald wieder los. Die Menschen wollen reisen. Wollte ich gerade sagen, es ist ja nicht so, dass die Menschen jetzt alle zu Hause bleiben und nur noch in ihrem Garten liegen wollen. Also ich habe eher das Gefühl, sobald es wieder losgeht und man reisen darf, dann werden sämtliche Menschen, die in der Touristik arbeiten, überhaupt nicht mehr wissen, wohin mit sich. Ja, davon gehen wir auch aus und das wird auch so kommen. Und ja, all diese Menschen da draußen, die in der Touristik noch arbeiten oder vielleicht bis vor kurzem gearbeitet haben, denen bieten wir halt jetzt die Chance, das auch weiter zu tun und ohne großes Risiko wieder Fuß zu fassen. Das gilt im Übrigen genauso für kleine inhabergeführte Reisebüros, die auch schon selbst vor der Corona-Pandemie in der Zwickmühle waren, relativ hohe Kosten für Miete, teilweise Personal. Mhm. Und die letzten Monate allerdings haben gezeigt, dass man auch durchaus ohne stationäres Büro mit Öffnungszeiten ganz gut von zu Hause arbeiten kann und auch Kunden betreuen kann. Und das eben, wie gesagt, da setzen wir drauf an und das bietet die Travelista. Also ich finde es faszinierend, wie kreativ mittlerweile Branchen sind, wo du eigentlich gedacht hast, das ist gut organisiert, das läuft alles, da fasst alles ineinander. Und jetzt auf einmal, wenn wir alle diesen Tritt so langsam verdaut haben nach einem Jahr Lockdown, mehr oder weniger immer mal, dann kommt man wirklich auf ziemlich coole Ideen. Aber nochmal die Frage, warum habt ihr das Unternehmen gerade jetzt gegründet? Ich meine, alle sagen, wir sind froh, wenn wir es irgendwie wieder ans Laufen kriegen. Ihr sagt, wir fangen was Nigelnagelneues an. Ja, jede Krise bietet auch ihre Chancen. Ja, mhm. Und hier setzen wir halt an. Und es ist halt jetzt genau der richtige Zeitpunkt, weil sich viele Touristiker umstellen müssen. Ja, aus bekannten Gründen, die ich bereits gesagt hatte. Und da wollen wir einfach die perfekte Plattform bieten, zu sagen, hier, es geht weiter, das Business, und ihr könnt es weiter betreiben auf eine andere Art und Weise. Die wir jetzt aus der Corona-Zeit gelernt haben und die wir nochmal verfeinert haben und auf professionelle Beine stellen. Finde ich total spannend. Also zu sagen, einmal kurz schütteln, wie sagt man immer, Krone richten, abputzen und weitermachen. Genau. Ja. Sehr cool. Sag mal, Pina, woher kommt denn ihr? Was habt denn ihr vorher gemacht?
Also ich komme von einem Veranstalter, da sind meine Ursprünge und danach war ich 5 Jahre lang bei einem veranstalterabhängigen Kooperationsanbieter für mobile Reiseberatung, gemeinsam auch mit Steffen. Also wir kennen uns, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, haben daher auch schon die Erfahrung in diesem Bereich und in dieser Vertriebsschiene. Steffen, wenn ihr schon so lange kennt, was ist denn das, was du wirklich von Pina gelernt hast? Also wo sie dir mal gezeigt hat, wie der Markt tatsächlich funktioniert? Ja, von Pina kann man viel lernen. Sie ist halt viele Jahre jünger als ich, sage ich mal, und das ist schon der große Unterschied. Die jungen Menschen sind da einfach noch mal viel flexibler. Da muss ich noch mal reinkommen. Ich komme ja auch aus so einer Ecke. Ich bin ja auch ein Quereinsteiger. Ursprünglich ist mein Beruf Schiffbauer. Man soll es nicht glauben. Ich Ach wollte was. eigentlich Schiffstechnik. Ich wollte Schiffstechnik studieren und bin dann durch Zufall in die Touristik gekommen. Habe 10 Jahre beim Reiseveranstalter gearbeitet. Und bin dann aber auch 3 Jahre in einem Lufthansa City Center Reisebüro unterwegs gewesen, habe mich selbstständig gemacht und war auch, wie die Pina eingangs sagte, da haben wir uns auch kennengelernt. War 15 Jahre schon als sogenannter mobiler Reiseberater unterwegs, habe also vieles mitentwickeln dürfen und vieles gelernt dadurch und möchte das auch nicht mehr missen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt hier an dieser Stelle für Travelista dieses Konzept weiterentwickeln kann. Und für mich gilt der gleiche Spruch wie vorhin schon: einmal Touristik, einmal Touristik. Ich komme da nicht mehr weg. Und deswegen diese Herausforderung nehme ich gerne an. Mit dem Schiffsbau warst du ja gar nicht so weit weg, weil mit Schiffen kann man ja durchaus auch Touristik betreiben und schöne Orte aufsuchen. Aber Pina, jetzt bin ich mal neugierig. Also wenn Steffen schon von sich sagt, er ist im Vergleich zu dir eher schon ein etwas erfahrener Herr, um nicht zu sagen ein paar Jährchen älter, wo warst denn du überrascht, dass er aber trotzdem schon, so was das Geschäftsmodell angeht, ziemlich quirlig ist? Also überrascht mich der Steffen, der hat da auch seine ganz große Expertise. Er hat das gerade so nebenbei gesagt, aber er ist schon 15 Jahre als mobiler Reiseberater tätig. Das heißt, der Steffen, der weiß, wie der Hase läuft, der weiß, wie das Geschäft funktioniert. Ich bin von meiner Seite dann noch so mit paar neuen technischen Tools und wir unterstützen uns da tatsächlich perfekt gegenseitig. Also das haben wir jetzt auch in den letzten Monaten immer wieder ganz gut gesehen. Da, wo seine Stärken sind, sind meine Schwächen. Da, wo meine Schwächen sind, sind seine Stärken. Und so ergänzen wir uns einfach super und ja, können da was ganz Neues, Tolles entwickeln. Ist ja unglaublich. Aber weißt du, so muss man sich finden. Und ich habe den Eindruck, solche Paarungen, wie ihr das habt, die haben sich jetzt in dieser Corona-Zeit auch häufig getroffen, weil du in irgendwelchen Foren unterwegs bist, einfach darüber redest, wie geht's dir, wie geht's mir. Und auf einmal geht so die Kreativspirale im Kopf los. Das stimmt, Da muss man ja. nur was draus machen. Sag mal, Steffen, also wenn du schon seit 15 Jahren als mobiler Reiseberater unterwegs bist, wie sieht denn dein Alltag aus? Ja, also eigentlich gar nicht anders wie in einem normalen Reisebüro. Das heißt, der Alltag, der grundlegende Unterschied ist, ich arbeite halt nicht in einem Büro mit Öffnungszeiten, komme dort morgens um 9 Uhr rein und gehe abends um 18 Uhr raus oder um 19 Uhr, sondern ich arbeite von daheim, von zu Hause. Beziehungsweise in diesem Fall auch noch habe ich ein kleines externes Büro. Und das ist auch die Arbeit eines solchen mobilen Reiseberaters, der Unterschied. Man arbeitet in der Regel von zu Hause aus, hat, wenn man das Glück hat, den Platz und die Möglichkeiten, ein kleines separates Büro auch zu haben. Ein kleines Homeoffice haben ja viele andere auch in anderen Branchen. Und idealerweise kann man das sogar so einrichten, dass man dort auch Kunden empfangen kann, ja, für die eigene Kundenberatung. Sollte man auch grundsätzlich so ein bisschen trennen, das Private vom Beruflichen. Also im Wohnzimmer würde ich jetzt nicht unbedingt sitzen und dort Kunden empfangen. Aber auch das ist möglich. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Konzepte. Es gibt auch mobile Berater, die fahren zum Kunden hin. Ich war auch schon mal bei Kunden zu Hause, ist aber in der Regel nicht der Normalfall. Ja, meistens läuft das Ganze ja, wie man es kennt, auch über die normalen Medien, Telefon und E-Mail. Wäre es denn auch möglich, dass ich mit dem Laptop irgendwo im Café sitze und tatsächlich von da aus die Kunden berate? Absolut, perfekter Vorschlag. Das machen auch viele, weil wir wissen heute, Cafés, Restaurants haben alle WLAN. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann sich da auch ganz entspannt in einem neutralen Umfeld treffen, weil nicht jeder Kunde möchte jemanden nach Hause und nicht jeder Berater möchte den Kunden zu Hause haben. Und somit ist das eine ideale Möglichkeit, auch dort ganz entspannt beim Café
entsprechend mit dem Kunden eine Beratung durchzuführen. Weil ich frage mich das auch gerade, Pina, du hast ja gerade so ein bisschen gekämpft mit dem Hintergrund, den du mir eigentlich präsentieren wolltest, jetzt für die Leitung, das hat nicht so hingehauen. Wenn ich mir vorstelle, ich frage mich heute auch immer, das, was Menschen als Hintergrund präsentieren, ist es echt oder ist es halt ein Bild? Wenn du dann sagen könntest, das ist jetzt wirklich die und die Destination, ich sitze hier gerade und wenn Sie Appetit drauf haben, dann buchen wir das jetzt und dann kommen Sie in ein paar Wochen auch her. Hat das nicht einen ganz anderen Geschmack auch für den Kunden? Natürlich hat das auch einen ganz anderen Geschmack. Also das ist ja auch das Wichtigste, den Kunden zu inspirieren, ihm Lust auf Urlaub zu machen und gleichzeitig zu signalisieren, ich bin der Profi, ich zeige dir da, was geht. Ja, bei mir hat es heute nicht ganz geklappt, man sieht es nicht, aber ich sitze vor einer grünen Wand, vor unserem Greenscreen. Ich wollte mir eigentlich einen hübschen, fashion Hintergrund machen, hier extra für die Aufzeichnung. Das hat nicht ganz geklappt, aber natürlich geben wir da auch unseren Beratern alle mögliche Unterstützung an die Hand, denen zu zeigen, wie kannst du deine Kunden am besten inspirieren. Und natürlich, ja, der Steffen, der sitzt in der Atacama-Wüste, das macht Lust auf mehr. Da wollen wir wissen, wieso sitzt du in der Atacama-Wüste. Gibt auch gleich einen kleinen Aufhänger, dass man da mehr zu berichten kann. Ja, und das ist so das Wichtigste, was den Reiseberater ausmacht, deine Kunden auch zu inspirieren. Ich finde es auch clever, aber auch wenn du sagst, du fährst auch mitunter mal zu den Kunden hin, kriegt man da nicht auch unglaublich viel raus über die Menschen, die verreisen wollen, kann sagen, haben Sie eigentlich schon mal drüber nachgedacht, da und da mal hin? Also wenn ich mir nur ein Bücherregal angucke, ich finde, das sagt immer unglaublich viel über Menschen aus und wenn du dann auf den richtigen Knopf drückst, dann bist du ja noch näher an so einem Kunden dran. Ja, keine Frage. Um nochmal ganz kurz einzusteigen, Bina kann Hintergründe haben, egal, sie ist fesch genug, da ist es wurscht, was da im Hintergrund ist, Bina, bei dir. Das muss dir nochmal loswerden. Aber live, um deine Frage zu beantworten, ja, also das ist das Besondere auch bei dieser sehr persönlichen Reiseberatung, auch wenn man jetzt vielleicht beim Kunden sitzt oder grundsätzlich in unserem Alltag, man geht viel mehr, man kann viel mehr auf den Kunden eingehen, man erfährt auch viel mehr vom Kunden. Das ist der Unterschied in einem stationären Büro. Wenn es dann mal wieder richtig kracht, dann sitzen manchmal auch schon 2, 3 Kunden in der Warteschleife im Hintergrund und dann kann man gar nicht so ins Detail gehen. Man ist ein bisschen in Zeitdruck, man will andere nicht warten lassen und von daher kann man sehr, sehr viel mehr erfahren über den Kunden, muss man auch, um entsprechend das richtige Reiseangebot für ihn zu stricken und ihn dann auch glücklich zu machen. Es klingt so spannend, was ihr da macht. Jetzt frage ich mich nur, wenn jetzt jemand hier diesen Podcast bis hierhin gehört hat und sagt, die machen mir gerade ziemlich Appetit. So möchte ich arbeiten. Was sind denn die Voraussetzungen, um Travelista, Reiseberater oder Reiseberaterin zu werden? Pina. Also größte Voraussetzung ist natürlich, dass man eine entsprechende Ausbildung hat. Wir arbeiten nur mit Profis zusammen, wir arbeiten nur mit erfahrenen Reiseberatern zusammen, die das jahrelang kennen, die das vielleicht auch schon von der Pike aus kennen. Und das ist die größte Voraussetzung. Wie Steffen gerade gesagt hat, man braucht keine große Büroausstattung. Also wäre schon gut, wenn man einen Raum hat, den man abschließen kann, wo dann das Büro ist, wo dann vielleicht auch ein Schreibtisch steht. Aber ansonsten Laptop, Telefon und schon kann es losgehen. Die Büroausstattung wie Briefpapier für einen professionellen Auftritt, Visitenkarten, das bekommt man tatsächlich dann alles von uns. Also da sind die Hürden gar nicht so hoch. Aber eine Berufsausbildung oder jahrelange Erfahrung ist dann schon wichtig. Also wer nur sagt, ich war schon 2 einmal im Urlaub, das reicht nicht. Das reicht nicht, nein. muss das denn gleich Vollzeit sein oder kann man auch erstmal kosten? Wenn ich das vielleicht gleich mal beantworte, nein, also natürlich, es gibt viele, die sind professionell da drin, die haben viele Kunden schon, die machen das dann in Vollzeit, aber sehr guter Hinweis, gerade jetzt, wenn zum Beispiel Mitarbeiter aus Reisebüros diesen Weg einschlagen wollen, dann ist es natürlich nicht so einfach, das in Vollzeit gleich zu starten. Man braucht ja erstmal Kunden. Man muss sich ja erstmal einen Kundenstamm entsprechend anarbeiten. Und von daher ist dieser Weg auch sehr einfach in der nebenberuflichen Selbstständigkeit möglich. Ja, man hat eine Angestellten-Tätigkeit, um in gewisser Weise abgesichert zu sein, gerade in der jetzigen Zeit. Es dauert ja noch ein bisschen, bis es richtig losgeht, sind wir ehrlich. Und dann kann man das sehr gut nebenberuflich beginnen. Und deswegen ist es so einfach, weil wir ja in der Arbeitseinteilung sehr flexibel sind. Wir können das Ganze normal auch außerhalb fixer Öffnungszeiten praktizieren. Und deswegen ist ein nebenberuflicher Einstieg ideal dafür, für diejenigen, die noch nicht aus dem stationären Büro kommen. Ja, wie ist denn das bei dir gewesen? Wie hat denn das bei dir angefangen mit der Kundengewinnung? Vor 15 Jahren. Ich habe gemerkt, wenn man in so einem Homeoffice sitzt oder ich habe ein kleines Büro im 2. Stock im Dorf, da ist auch keine Werbung groß draußen. Dir fehlt halt das Ladenlokal in der Fußgängerzone, wo dann auch der Kunde auch mal als Laufkunde hineinfällt und eine Buchung platziert. Das fehlt halt hier. Deswegen
Da habe ich schnell gemerkt, man muss sich schon vernetzen. Man muss viel darüber sprechen, über das, was man tut. Idealerweise vielleicht auch ein bisschen mehr ins Dorf- oder Gemeindeleben eindringen. Ich hatte damals das Glück, ich hatte gleich den ersten Vorsitzenden des Gewerbevereins bei mir vor der Tür stehen. Der war sehr klug und hat jeden neuen, jedes neue Gewerbe quasi für sich geworben. Das war aber mein Glück gleichzeitig. Er wurde fortan der beste Kunde in diesem Ort und hat das natürlich auch weiterhin genutzt und hat auch mich weiterempfohlen. Und das ist ganz wichtig, wenn man viel unterwegs ist, viel vernetzt ist, mit anderen spricht und dann eben auch diese Kunden überzeugt, die einen auch weiterempfehlen, dann geht das relativ schnell. Das ist ja genau das, was so die Reisebranche überhaupt ausmacht, dass ihr ziemlich genau wisst, wer tickt denn wie und deshalb kommen Leute wieder. Und ich glaube, man erzählt ja auch drüber. Also wenn es jetzt heißen würde, hör mal, ich habe meine Reise bei Steffen gebucht, dann würde ich ja wieder hingehen. Und damit würde ich auch drüber erzählen und dann wäre der nächste Kunde wahrscheinlich auch schon da. Ja, wir haben auch das große Glück, wir arbeiten in einer Branche, die ja durchaus positiv besetzt ist. Urlaub ist, ja, Urlaub ist die schönste Zeit im Leben oder im Jahr, sagt man ja auch so. Die Leute reisen gerne, die Deutschen sind ja auch nicht umsonst Reiseweltmeister. Und das ist ein positiv besetztes Business und es ist ein People's Business. Ja, da ist die Beziehung zwischen den Menschen sehr wichtig. Und wenn das alles stimmt, dann ist es ein Erfolgsrezept, keine Frage, weil es ist anders, als wenn man irgendwo ein Produkt X kauft, das kann man irgendwo anders wieder günstiger bekommen. Hier geht es nicht um den Preis, hier geht es um eine tolle Reiseberatung, um ein tolles Thema und um den menschlichen Faktor. Und wenn man sich gegenüber sitzt und man findet sich sympathisch, dann läuft das von alleine. Pina, du bist ja die Jüngere von euch beiden, haben wir rausgefunden mittlerweile. Wenn du jetzt so hörst, der Steffen mischt sich ein ins Dorfleben, also letzten Endes wieder so einfach in diese soziale Community vor der Tür und fährt nicht in die nächste große Stadt in sein Büro und spielt da so seine ganzen Vernetzungsaktivitäten aus, dann wärst du ja alleine, weil du die Jüngere bist, eher diejenige, die auch Social Media und sowas nutzt. Also ist das auch was man da durchaus auch mitmachen sollte? Als mobiler Reiseberater? Definitiv, ja. Das sollte man auf jeden Fall nutzen und auch da die Kundenansprache nutzen. Das ist das Wichtigste, was ich vorhin schon gesagt habe, den Kunden auch zu inspirieren, ihm auch so ein paar Hinweise zu geben. Schau mal, warst du vielleicht schon mal in Atacama-Wüste? So kann es aussehen, so kann dein persönlicher Traumurlaub aussehen. Und da sind wir natürlich hier von unserer Seite auch dran und in der Pflicht, den Reiseberater so umfänglich wie möglich zu unterstützen. Also wir geben ihm Vorlagen an die Hand, die er nutzen kann. Er muss sich da um nicht viel kümmern und sorgen dafür, dass er da auch einen professionellen Außenauftritt in Social Media hat, was heutzutage ja wirklich unumgänglich ist und man auch wirklich nutzen sollte. Ich stelle mir gerade vor, da wird das Selfie ja direkt zum Marketinginstrument. Auf jeden Fall. Also klar, der Berater macht selbst auch Urlaub und kann dann auch aus seinem Urlaub berichten. Das gehört natürlich auch dazu, dass er seinen Kunden da auch berichtet, wo er gerade unterwegs ist und da auch Lust auf mehr macht und da auch zur Kundenkommunikation aufruft. Das ist natürlich auch ein wichtiger Teil davon. Sehr, sehr spannend. Pina, du hast gerade schon gesagt, die Zentrale gibt Unterstützung nach Kräften. Also das heißt EDV-Systeme, Marketing, Informationsmanagement, das sind alles Dinge, die ihr betreut? Das sind alles Dinge, die wir betreuen, genau. Wir sind hier ein Team aus mehreren Kollegen, die alle auch jahrelange Erfahrung im mobilen Reisevertrieb haben und wir halten den Beratern den Rücken frei. Also wir stellen ihnen die EDV-Tools zur Verfügung, da müssen sie sich nicht um nichts weiter kümmern. Marketinginstrumente und Marketingaktionen werden von uns hier gesteuert, wie ich auch gerade schon gesagt habe, die Social-Media-Vorlagen, die wir den Beratern zur Verfügung stellen. Jeder Berater hat eine professionelle Homepage, also da muss er sich auch nicht anderweitig drum kümmern, sondern das kommt er von uns alles zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen das Backoffice und Fulfillment für den Reiseberater. Das heißt, er muss sich nicht um Provisionsabrechnungen mit Veranstaltern kümmern. Das funktioniert auch alles bei uns. Und natürlich auch, was ein ganz wichtiger Faktor ist, ist, dass der Kunde, dass der Reiseberater fortlaufend sich weiterentwickeln kann und an an unserem Schulungsangebot und Weiterbildungsangebot teilnehmen kann. Das ist bei uns auch ein wichtiger Punkt, den wir dem Berater zur Verfügung stellen. Genau. Extrem spannend. Sag mal, wenn ich jetzt ins Reisebüro gehe, also so das Klassische, auch als Mitarbeiter, habe ich aber auch immer noch das Gefühl gehabt, da sitzen ja auch ein paar andere. Mit denen trinkst du einen Kaffee morgens oder tauschst dich auch mal aus, rufst mal was über den Schreibtisch. Wie ist denn der Austausch mit anderen mobilen Reiseberatern, mit anderen Travelistas?
Das soll bei uns natürlich auch nicht zu kurz kommen. Klar, wie du es gerade gesagt hast, im Reisebüro hat man den Kollegen nebenan. Da kann man immer auch mal kurz rüberrufen, hey, du warst schon mal in Venedig, kannst du mir mal einen besonders tollen Tipp geben? Das soll hier natürlich auch nicht zu kurz kommen. Also die mobilen Reiseberater sind alle selbstständig, sind aber trotzdem keine Einzelkämpfer, haben also jederzeit die Möglichkeit, sich mit anderen Reiseberatern auszutauschen. Das ist auch wirklich ein ganz tolles Netzwerk, was sich mittlerweile unter den bestehenden Reiseberatern schon gebildet hat. Da gibt es auch keinen Konkurrenzgedanken, sondern da hilft sich wirklich jeder gegenseitig und jeder ist da auch bemüht, den anderen Kollegen, so gut es geht, zu unterstützen und seine Informationen auch zu teilen, seine Expertise zu teilen. Und das ist auch ein ganz großer Vorteil von unseren Reiseberatern, die sich unserer großen Gemeinschaft tatsächlich anschließen. Also ich kriege richtig Appetit. Leider bin ich jetzt kein Reiseprofi. Du hast gesagt, man muss schon ein bisschen was vorweisen können. Ich kann Podcast, ihr könnt reisen, aber wer weiß, wenn ich mich irgendwann nochmal weiterbilde, dann wäre ich bei euch gerne dabei. Hätte ich wirklich Appetit drauf. Vielen herzlichen Dank fürs Appetit machen. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr ganz, 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 ganz viele spannende neue Kollegen findet und dass es viele mobile Travelistas demnächst gibt. Danke. Vielen Dank. Sicher reisen, das geht mit den 2400 Reiseprofis von den Lufthansa City Centern in 300 Reisebüros in Deutschland und künftig auch eben bei diesen anderen, bei den mobilen Reiseberatern. Egal wo sie sind, sie kennen sich bestens damit aus, was Reisen angeht und sie kümmern sich um alle Mobilitätswünsche. Also hier gibt's den Rundum-Sorglos-Service von echten Reiseprofis. Damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonnier diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und dann bleibt mir nur zu sagen, wir kommen wieder, keine Frage. Also bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.